So, servus Freunde. Heute mal nur ganz kurz und zwar auch eine ganz andere Geschichte. Es geht darum, dass ich die Beleuchtung an meinem Schreibtisch hier im Büro ein bisschen optimieren möchte. Und ja, ich dachte, interessiert euch vielleicht auch, wie man sowas leicht lösen kann, vor allem auch mit Integration in die Hausautomation. Ich nutze dazu I.O. Broker. Wem das was sagt, okay, wem nicht, da wollen wir heute gar nicht groß drauf eingehen. Ich kann nur sagen, wenn euch solche Videos interessieren, auch ein bisschen mit tieferen Details und wie man das dann sowas im Detail macht, dann einfach mal einen Kommentar da lassen oder einen Daumen hoch, damit ich Bescheid weiß. Und dann können wir da in Zukunft gerne in die Richtung auch mal ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Heute nur ganz kurz. Wir optimieren die Hintergrundbeleuchtung von meinem Bürotisch. Ihr seid hoffentlich dabei. Los geht's dann nach dem Intro. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Bestandsaufnahme und ich möchte euch mal zeigen, wie das oder wie die Beleuchtung an meinem Schreibtisch momentan gelöst ist. Im Prinzip handelt es sich dabei um ein stinknormales LED-Band, wo es da diese tollen Fernbedienungen mit dazu gibt. Kann im Prinzip nichts, außer auf der kompletten Länge, in meinem Fall sind es 5 Meter, in einer der Farben, die ich hier auf der Fernbedienung habe, leuchten. Plus ein paar Effekte wie hell-dunkel und Farbwechsel und solche Spielereien gehen da schon. Aber egal, was man tut, es betrifft immer das ganze Band. Das heißt, mache ich einen Farbwechsel, macht das ganze Band einen Farbwechsel. Und so tolle Effekte wie irgendein Lauflicht oder irgendwas ist damit einfach nicht möglich. Vorteil an dem Band war, ich konnte es auch bei mir in die Hausautomation mit reinbringen. Das heißt, wenn ich das Büro betrete, dann zieht es der Bewegungsmelder, dann gehen ja auch die Lichter alle schön an und ich kann auch mit Sprache die Farbwechsel ändern und Spielereien machen. Das hat alles funktioniert, aber ja, mir hat es einfach nicht gefallen. Auch wie ich es positioniert habe und dass die LEDs beim alten Band relativ weit auseinander sind. Also ich habe da nur 30 LEDs pro Meter drauf, war nicht wirklich top. Ich habe mich dann dazu entschieden, das anders zu machen und habe mir ein vernünftiges LED-Band gekauft und werde es über einen ESP32-Mikrocontroller in die Hausautomation bringen. Das alles diesmal händisch. Dazu schwenke ich jetzt mal kurz auf den Tisch bei mir, dann könnt ihr nämlich zuschauen. Ich zeige ganz kurz, was ich gekauft habe. Die Links dazu sind auch immer in der Beschreibung, wie ich das erstmal auf dem Steckbrett zusammengesteckt habe und im Anschluss schauen wir uns dann an, wie das aussieht, wenn das hinten an der Schreibtischkante montiert ist. Jetzt erstmal Blick auf den Schreibtisch, bis gleich. So, dann herzlich willkommen auf meinem Tisch. Im Prinzip liegt alles schon da, was wir benötigen. Es ist gar nicht so viel, es ist auch recht simpel, aber ich werde es wirklich nur ganz kurz durchgehen, was ich hier mache. Jetzt auch ausnahmsweise mal auf dem Steckbrett, damit ihr auch seht, wie man es zusammenstecken muss später. In Wirklichkeit, wenn das bei mir nachher unter den Tisch kommt, ist das alles sauber verkabelt. So, ich schiebe gerade mal hier ein bisschen was auf die Seite, ist nämlich jetzt doch ein bisschen eng hier. Möchte anfangen mit dem LED-Streifen. Es ist ein LED-Streifen und der hat was ganz Besonderes und zwar hat der WS2812B LEDs drauf. Der Vorteil an den LEDs ist, dass jede einzelne LED ist adressierbar. Das heißt, ich kann nicht wie bei meinem jetzigen Streifen nur die Farbe komplett über das ganze Ding ändern, sondern ich kann wirklich überall an jeder einzelnen LED zum Beispiel die Farbe, die Helligkeit und was auch immer ändern. Da kann man dann schöne Lauflichteffekte und so Dinge machen, habt ihr sicher schon gesehen. Ist einfach die bessere Wahl meiner Meinung nach, weil man hat halt im Nachhinein einfach die Möglichkeit, sehr schöne Spielereien zu machen und wirklich viel mehr Kosten tun sie auch nicht. Ein weiteres Ding ist, dieser LED-Streifen hat jetzt 60 LEDs pro Meter. Da sind die LEDs viel enger beieinander. Ja, das heißt, nachher hat es einfach ein homogeneres Bild, wenn es gegen die weiße Wand bei mir an dem Schreibtisch scheint. Gibt es auch noch mit 144 LEDs pro Meter, also noch enger beieinander die LEDs, habe ich mich aber dagegen entschieden, weil wir müssen das ja irgendwie mit Strom versorgen, das Ding, und man rechnet jetzt bei diesem LED-Streifen mit 60 mA pro LED, in dem Fall, wenn die Farbe weiß leuchtet. Weiß bedeutet ja, alle drei Farben sind gleichzeitig an, daraus entsteht dann weiß, jede Farbe braucht 20 mA, also haben wir 60 mA pro LED.
Jetzt können wir mal ein bisschen ausrechnen. Wenn wir 60 mA pro LED haben, ich habe hier einen 2 Meter Tisch, dann habe ich 120 LEDs da dran und da fließt dann schon ein bisschen Strom. Deswegen habe ich das Netzteil auch dementsprechend groß gewählt. Ist ein sehr gutes Netzteil, wie ich finde. Habe ich auch bei Amazon geschossen. Also ist komplett vergossen. IP67. Kann nichts passieren. Hat in dem Fall 8 Ampere. Reicht aus. Da kann ich dann eben noch ein paar andere Spielereien dann mal mit anschließen. Und was ich an dem Netzteil echt gut finde, ist, das ist komplett vergossen. Ne? Also es hängt momentan hier am Eingang auch an der Spannung. 230 Volt steckt drin. Da passiert nichts. Das ist vergossen. Das ist sicher. Und ich habe einfach meine Kabel hier rausgeführt und später kommt auf die Seite ein richtiger Stecker für die Steckdose dran und hier kommt ein Schutz drüber und auf die Seite, wo nachher dann die Spannungsversorgung für den Mikrocontroller und für den LED-Band ist, da kommt auch ein richtiger Gerätestecker dran. Das wird dann nachher verpackt, Mikrocontroller in Gehäuse. Und dann kann man die Spannung schön anschließen und das LED-Band wird später auch über den Stecker, der hier schon dran ist, direkt ins Gehäuse angeschlossen. Ist für mich einfach ein Vorteil, wenn man am Band was verreckt oder sonst was passiert, dann muss ich nicht meine Kabelbastelei irgendwie wieder ändern oder sonst was. Ne? Ich ziehe einen Stecker raus, mache ein neues LED-Band dran, fertig, wenn das Netzteil kaputt geht, Stecker dran, neues Netzteil dran, Ich verpacke das dann schon schön in der Box, dann kann ich es auch unterm Tisch gescheit verschrauben und es ist sicher und ich kann es berühren und es kann nichts passieren. Nur kurze Info, bevor ich jetzt hier stecke, ich komme aus dem Fach, also ich kenne mich aus mit Elektronik. Ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwie einen Elektronik-Lehrgang machen oder sonst irgendwas. Ich möchte euch nur ganz kurz zeigen, wie man das miteinander verdrahtet. Wenn jemand sowas nachbauen möchte, bitte macht das ordentlicher als ich. So, ich habe wie gesagt hier meine Spannungsversorgung plus 5 Volt und die Masse dazu. Und die positioniere ich jetzt erstmal auf dem Steckbrett. Ich hatte jetzt keine Lust hier Pinöpsel dran zu löten, deswegen stecke ich jetzt die Kabel hier einfach mal direkt rein. Also ich habe auf der Seite jetzt den Minus und auf der anderen Seite den Plus. Das Netzteil versorgt quasi den LED-Streifen und den Mikrocontroller mit Spannung. Und wenn es jetzt dann auch mal wieder da reingeht, dann wäre ich schon mal ganz happy. So, ich denke, das wird reichen. Jetzt habe ich quasi hier eine ganze Leiste mit Minus, hier eine ganze Leiste mit Plus und da kann man jetzt im Prinzip schon in dem ersten Schritt mal den Mikrocontroller anschließen. Das ist wirklich relativ einfach. Ihr habt irgendwo, wenn es meine Augen zulassen, sehe ich es auch, habt da einen 5 Volt Anschluss, der ist hier oben links in dem Fall. Je nachdem, was ihr euch für einen Controller kauft, ist das natürlich woanders, aber das ist bei den Dingern kein Problem. Das ist hier immer auf dem Board beschriftet. Ne? So, den schließen wir an. Dann haben wir hier unten, jetzt in dem Fall hier unten rechts, haben wir ein Minus. Und ich habe mich dazu entschlossen, den Pin 5 zu benutzen von dem Controller. Steht auch drauf, G5, ne, für GPIO 5. Und habe jetzt hier meine Kabel angeschlossen. Hab hier unten rechts das weiße Kabel, mein Minus, den schließe ich hier an. Hab hier oben meinen 5 Volt Anschluss, schließe ich hier an. Und hier an den GPIO Port 5 kommt dann später der LED-Streifen dran. Den können wir erstmal irgendwo in der Mitte aufs Steckbrett stecken. Ja, können wir so hinlegen, alles gut. Jetzt haben wir das LED-Band. Das hat hier so einen tollen Stecker dran. Ne? Die gibt es einmal als Männchen, einmal als Weibchen. Die kann man auch schön kaufen auf Amazon, zum dann später ins Gehäuse einbauen. Also man kann zum Beispiel diese Seite hier ins Gehäuse einbauen, die Buchse, und das am LED-Band lassen und kann das LED-Band schön im Gehäuse stecken. Link dazu, wie gesagt, alles unten in der Beschreibung drin. Für diese Spielerei auf dem Tisch, um das mal zu demonstrieren, machen wir das anders. Ich nutze wieder diese schöne kurzen Kabel hier für das Steckbrett. Und das ist jetzt im Prinzip genauso simpel. Ja? Hier auf dem LED-Band steht immer drauf, welcher Pin was bedeutet. 5 Volt habe ich hier. In der Mitte habe ich einen Datenpin. Damit wird das ganze Ding dann gesteuert über den Mikrocontroller. Und den Minus habe ich auf der anderen Seite.
So, in dem Fall ist 5 Volt rot. Das ist bei mir jetzt der grüne hier. Weiß vom LED-Band. Bei mir blau ist Minus. Und der gelbe ist dann eben für die Daten da, damit das Teil weiß, was es tun soll. Also nehme ich den Minus, schließe ihn hier auf meine Minusleiste an, nehme den Plus, schließe ihn auf die Plusleiste an und nehme den Datenpin und schließe den hier mit meinem Datenpin vom Mikrocontroller zusammen. So, soweit, so gut. Das wäre jetzt im Prinzip schon mal das ganze Hexenwerk. Was wir jetzt noch tun müssen, wir brauchen noch ein USB-Kabel, um den Mikrocontroller zu programmieren. Beim ersten Start muss man das über USB machen, aber ESP Home, also die Software, die nachher hier drauf laufen wird, die sorgt dafür, dass wir spätere Änderungen über WLAN machen können. Das heißt, wenn ich mal einen neuen Effekt einspielen will, was am Effekt ändern will, kann ich dann später einfach über meine Web-Oberfläche das Ganze bearbeiten und schick's einfach über WLAN auf den netten Chip hier, der übernimmt es und ich habe meine Effekte am Band und kann die benutzen. Ihr seht, es leuchtet schon. Ich habe hier die Software schon drauf, deswegen tut sich da schon was. Wunderbar. Das war es im Prinzip schon. Ja, mehr muss man da gar nicht tun, gar nicht beachten. Im Prinzip einfach nur die richtigen Kabel miteinander verbinden. Ja, normalerweise kann man sagen, man macht hier an den Datenpin noch einen Vorwiderstand rein. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Funktioniert so auch bestens. Die Dinger gehen dadurch nicht kaputt. So, dann würde ich sagen, so viel jetzt erstmal zu dem Thema. Wie gesagt, ich mache es bewusst jetzt nur schnell. Ich würde sagen, ich schwenke jetzt mal rüber auf den Bildschirm und da schauen wir uns an, wie wir die Software auf den ESP32 drauf kriegen und was man damit dann auch tun kann. Alles klar, bis gleich. So, wir hacken uns mal ganz schnell durch das Zeug durch. Wie gesagt, es soll jetzt keine ausführliche Anleitung sein. Es funktioniert folgendermaßen. Wir brauchen Python. Das bekommt man bei www.python.org. Es ist ganz einfach, ihr geht auf die Internetseite, ist nochmal unten in den Kommentaren verlinkt, geht auf Downloads in meinem Fall und in eurem vielleicht auch, könnt auch Windows haben oder Linux, scheißegal, funktioniert überall gleich. Geht auf Mac OS X, ladet euch die aktuelle Version 3 runter und installiert das Paket. Im nächsten Schritt können wir direkt auf die ESP Home Seite. Hier interessiert uns die Installation über die Command Line, in dem Fall also das Terminal. Und da ist alles Schritt für Schritt beschrieben und so viele Schritte sind es auch ehrlich gesagt gar nicht. Es ist wirklich kinderleicht. Wir öffnen also ein Terminal-Fenster und installieren bei uns ESP Home, indem wir einfach die Zeile rauskopieren und ins Terminal einfügen und Enter drücken. Zack. So, nachdem wir ESP Home installiert haben, indem wir diese Zeile ins Terminal kopieren und Enter drücken, das war es auch schon, empfehle ich ganz unten auf dieser Seite das ESP Home Dashboard zu verwenden. Ist vor allem für Anfänger wesentlich einfacher, wie alles über die Kommandozeile zu machen. Das Dashboard ist ganz easy einzurichten. Ihr kopiert euch einfach wieder die erste Zeile, schnappt sie ins Terminal und drückt Enter. Dann kopiert ihr die zweite Zeile raus, geht wieder ins Terminal und drückt nochmal Enter. Und dann startet er auch schon das Dashboard. Das läuft allerdings nur so lange, wie das Terminalfenster noch geöffnet ist, also nicht komplett beenden. So, und dann könnt ihr eben auf euer Dashboard gehen. Das erreicht ihr unter Localhost :6052 und so sieht das leere Fenster dann aus. Aber hier habt ihr jetzt eben die Möglichkeit, wenn euer ESP32 per USB angeschlossen ist, das seht ihr hier oben dran, da hängt einer dran, den kann ich auch hier auswählen, alles von hier aus zu konfigurieren. Zuerst muss man natürlich mal eine Konfiguration anlegen, das macht man da unten mit dem kleinen Plus und schon kann man ihm einen Namen geben. Ich mache jetzt einfach mal ESP32 Büro. Weiter geht's. Im nächsten Schritt könnt ihr euch dann das Modul, also die Experimentierplatine, die Mikrocontrollerplatine aussuchen, die ihr gekauft habt. Da gibt es ganz, ganz viele. Es wird sowohl ESP8266 als auch ESP32 unterstützt. Ich habe jetzt hier ein ESP32 und wähle das Standard Dev-Modul aus.
weiß ich, dass das meins ist, dass das funktioniert. Gehen wir wieder auf Next. Im nächsten Schritt möchte er eure Zugangsdaten für euer WLAN haben. Ganz einfach, gebt sie ein, also eure SSID und drunter eben euer Passwort. Ja, drück auf Weiter und das war's schon. Ich sage jetzt hier einfach nur noch Submit. Und jetzt hat er mir eine Konfigurationsdatei angelegt, die heißt ESP32 Büro. Und ich kann mit Edit, kann ich die ändern. Im Prinzip ist es jetzt so, ich kann einfach sagen, hier oben, ich suche mir jetzt den ESP32 aus und würde das die Konfigurationsdatei hochladen, aber das bringt uns ja nicht wirklich was, weil noch weiß ja mein ESP Home gar nicht, was ist da eigentlich dran an diesem ESP32, was soll ich überhaupt tun. Ich habe das schon vorbereitet bei mir, weil ich habe jetzt nicht Lust, hier alles Schritt für Schritt durchzugehen. Die Dokumentation, die ist wirklich klasse, also da sollte jeder mit klarkommen. Und wie gesagt, wenn nicht, wir können das gerne auch mal alles Schritt für Schritt durchkauen, aber das machen wir dann in einem anderen Video. Deswegen nehme ich mal meine Konfiguration wieder rein. Wenn wir jetzt auf Fast LED gehen, da gibt es ganz unten irgendwo dann einen Link zu den Effekten. Da suchen wir mal kurz danach. Jetzt finde ich es natürlich nicht. Hier sind die Effekte. Und hier sind zig vorgefertigte Effekte drin. Ja, und das Schöne daran ist, ich kann auch Effekte selber machen. Also ist alles überhaupt gar kein Problem. Wie auch immer, wenn ihr eure Konfiguration fertig habt, eure vorgefertigten oder selber geschriebenen Effekte auch integriert habt, könnt ihr das speichern. Und das Schöne jetzt hier dran ist, ihr könnt da ganz einfach auf Validate drücken und könnt prüfen lassen, ob ihr einen Fehler gemacht habt. Er sagt euch dann, nein, das ist alles in Ordnung in dem Fall. Ne? Hier oben steht es mit Daumen hoch, wunderbar gemacht. Und dann könnt ihr direkt auf Upload drücken. Und nun beginnt schon der ganze Upload-Prozess. Das heißt, er lädt meine Konfigurationsdatei auf meinen ESP32 hoch. Und das war's auch schon. Und somit habe ich einen ESP32, der weiß, dass er einen LED-Streifen dran hat mit WS2812 LEDs dran. Der weiß, wie viele LEDs das sind. Ist in der Konfiguration auch eingegeben. Und der hat schon ein paar vorgefertigte Effekte von mir auf den Weg mitbekommen. Während der jetzt hier hochlädt, können wir schon mal weitermachen. Ich nutze bei mir in der Hausautomation I.O. Broker. Man kann natürlich auch, das steht auch auf der ESP Home Seite, steht es auch drauf, es geht auch mit Home Assistant. Ich bin bei I.O. Broker, weil ich eben hier unterschiedlichste Sensoren, Aktoren und sonst was benutze und I.O. Broker bietet mir einfach die Möglichkeit, das wunderbar und ohne Schwierigkeiten alles unter einen Hut zu bringen. Im I.O. Broker geht es genauso einfach weiter. Ihr geht auf eure Instanzen, auf eure Adapter. Sagt, ihr möchtet gerne ESP Home installieren. Ich habe es bei mir schon gemacht. Ist bei mir hier Control ESP Home Manage Devices. Man kann damit ja nicht nur mit ESP Home, kann man ja nicht nur Lichterketten oder LED-Streifen oder sonst was steuern, sondern alles, was ihr an eurem Mikrocontroller anschließt quasi. Nachdem das installiert ist, und der Upload von unserer Software abgeschlossen ist, sieht man jetzt hier, der Upload ist fertig, 100%. Jetzt baut das WLAN auf und verbindet sich quasi schon mit meinem I.O. Broker, weil er automatisch erkannt hat, ich habe I.O. Broker mit dem ESP Home Adapter installiert. Klicken wir drauf, geben wir die IP-Adresse von unserem ESP32 an. Zack, speichern und schließen. Und das war's auch schon. Ab dann erscheint er in Objekten unter ESP Home. Da haben wir dann ESP Tisch Büro. Ich habe das jetzt nur Licht genannt. Licht Tisch Büro. Und hier habe ich schon die ganzen Funktionen, die ich da bedienen kann. Unter anderem eben hier die Effekte. Jetzt sehe ich halt, der LED-Streifen ist aus. Ich kann ihn jetzt über diesen kleinen Klick hier einfach anschalten. Und ihr seht schon, LED-Streifen funktioniert und läuft. Ich könnte jetzt, indem ich den Namen der Effekte hier eingebe, einfach die Effekte ändern oder wenn ich von mir aus das Licht ändern will, zum Beispiel blau, ich will weniger blau drin haben, mal statt 255
40 draus und schon seht ihr, ändert sich die Farbe. Ist alles wunderbar machbar. Viel schöner ist es aber, wenn man es über Viz macht. Viz ist eben auch ein Modul von IOProker. Das benutze ich eben für meine komplette Haussteuerung hier. Und wenn ich dann auf Licht, Lichtkeller gehe, ich habe es schon mal vorbereitet, habe ich jetzt hier einfach mal ein paar Effekte in so Glühbirnen-Symbole gemacht. Und die kann ich jetzt hier wunderbar durchklicken. Ihr seht schon im Hintergrund, der LED-Streifen, der macht sein Werk. Ja, zweiter Effekt ist einfach nur ein bisschen blinken. Ich habe jetzt groß noch nichts eingestellt, weil ich schätze mal zum Demonstrieren, das wird jetzt alles noch ordentlich gemacht. Hier habe ich einen schönen Farbwechsel. Da kommt jetzt von der rechten Seite ein weißer Streifen angefahren. Seht da auch alles wunderbar. Das ist schon so ein Scan-Effekt, ne? Den habe ich jetzt relativ langsam gestellt. Da fährt er wie beim Knight Rider einfach hin und her. Hier haben wir so eine Art Blitzlichtgewitter. Und ja, ihr seht es ja. Wunderbar, kann man einen Haufen Quatsch damit machen. Und das Schöne ist halt, wie gesagt, es funktioniert über Alexa, es funktioniert über Siri, es funktioniert über euren Internetbrowser, wenn ihr IOProker zum Beispiel oder Home Assistant benutzt. Es ist einfach toll. Ja? Ihr könnt es dann mit dem Handy steuern, mit allem, was ihr wollt. Das soll es jetzt auch erstmal damit gewesen sein. Wie gesagt, ich möchte da jetzt kein Riesending draus machen. Wenn ihr Interesse dran habt, dass wir uns solche Sachen auch mal genauer anschauen, also so eine wirkliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, die muss ich dann halt auf mehrere Videos verteilen, weil das wird dann recht lange. Dann lasst es mich wissen, dann gehen wir das an. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann.